Volles Haus hieß es am vergangenen Donnerstag in der Messehalle 2 in Dornbirn. Der Grund war plausibel. Erwin Reiß feierte seinen 60. Geburtstag und wird sich aus diesem Grund per Ende Mai in die Pension verabschieden. Kein Wunder also, dass sich beim Abschied des Selfmade-Sportmanagers, wie er sich gerne selbst bezeichnet, das Who is Who der Vorarlberger Sportszene, aber auch zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft vorstellig wurden. Begrüßt wurden die Besucher dann, ganz wie es sich für Erwin Reiß gehört, mit einer sportlichen Einlage der Turnerschaft Schlings. Danach ging es in die Festhalle. Dort wurde das umtriebige Leben von Erwin Reiß noch einmal von allen Beteiligten durchleuchtet. Es würden die wenigsten wissen, dass wir vor unserem früheren Leben nochmal miteinander in Innsbruck Sportstudium angefangen haben. Das ist genau 40 Jahre her, habe ich festgestellt. Ich habe es fast nicht geglaubt, dass ich war. Wie es sich für einen Mann, der den Sport als sein Metier bezeichnet, gehört, wurde Erwin Reiß aber natürlich aktiv ins Geschehen auf der Bühne mit eingebunden. Die Bühne wurde dann wieder geräumt und anderen zum Turnen und Tanzen überlassen. Für die bevorstehende Pension wünschen Erwin Reiß alle anwesenden Gäste nur das Beste, obwohl die wenigsten auch wirklich an einen Ruhestand glauben mögen. Ja, auf jeden Fall, aber er geht ja nicht in den Ruhestand, das kann der Erwin gar nicht, er geht in den Unruhestand. Und er hat, wie ich gehört habe, ganz tolle Ziele, tolle Projekte, ein Sozialprojekt in Afrika, das freut mich besonders. Und es geht eine große Persönlichkeit aus dem Vorarlberger Sport, wie gesagt, in den Unruhestand und sieht sich die ganze Sache jetzt einmal von der anderen Seite an. Er hat sich etwas mehr Ruhe verdient, aber so wie wir ihn kennen, wird er keine Ruhe geben. Ich habe jedenfalls persönlich mit ihm ausgemacht, dass er für gute Projekte und gute Ideen nach wie vor zuständig sei. Ich hoffe sehr, dass er sich an diese Abmachung hält. Wir brauchen ihn eigentlich, oder umgekehrt gesagt, wenn wir seine Möglichkeiten nicht nützen würden, wären wir eigentlich blöd. Er ist eigentlich derjenige, der uns am meisten gefördert hat am Sportgymnasium in jeder Hinsicht. Er war eigentlich verantwortlich dafür, dass wir überhaupt dieses Sportgymnasium in Dornbirn haben. Und dass es auch in der heutigen Zeit diesen Status hat. Also eigentlich sind wir traurig, dass er geht. Auf anderer Seite natürlich für ihn toll, dass er jetzt das Leben genießen kann. Hier gehört er gerade zur Fußballweltmeisterschaft nach Südafrika und hat sonst noch einige Projekte am Laufen. Und wir wünschen ihm viel Glück. Erwin war mir ein hervorragender Wegbegleiter, fast 15 Jahre lang. Wir haben in Dornbirn den Sport wirklich auf die Beine gebracht. Er war ein Mensch, der unheimlich stark, dynamisch und vor allem pragmatisch war. Er hat Projekte entwickelt und gleich umgesetzt. Er konnte es eigentlich kaum erwarten, dass die Umsetzung schon passiert ist. Es war eine wunderbare Zeit, mit Erwin zusammenzuarbeiten. Ja, soll man mit seiner Freundschaft und mit seinen Tipps treu gewogen bleiben, weil die kann ich weiterhin sehr gut brauchen. Heute ein ganz großes Fest organisiert, unter anderem auch von Ihnen. Ich glaube, der Erwin hat so ein Fest verdient. Auf jeden Fall, es war einfach ein Stückchen Dankeschön. Wir wissen, Erwins Stärke ist schon das Organisieren, aber auch das Loslassen und andere damit sozusagen betrauen. Wir haben das gern gemacht, die Eva Turner und Eva Erwin, weil er hat uns so sehr viel gegeben. Ja, ich denke, es ist hervorragend, wenn du Leute hast, Eva und Marie-Louise, die das organisieren, wenn du selber eigentlich gelassen auf ein Fest gehen kannst, sagen kannst, okay, ich lasse mich mal überraschen. Es war etwas zu viel Sport für mich dabei, aber was soll's? Damit musste ich eigentlich rechnen. Ein Projekt, dem sich Erwin Reiß schon in Kürze widmen wird, ist ein Hilfsprojekt für das Krankenhaus Malambo im afrikanischen Malawi. Ja, wir machen seit 3 Jahren haben wir ein Krankenhausprojekt gemacht mit Bruder und Schwester in Not zusammen, mit dem Rotary Club Zora wieder zusammen. Und der Erwin ist vor 2 Jahren einmal drunter gewesen und er hat gesehen, dass das einfach eine lässige Sache ist. Und Afrika ist einfach Afrika. Das muss man erleben. Der Erwin Kutus am Dorf, wo viele Schwarze sind, aber
so viel, als wir da drunter gibt, das nie nach. Mit der Pension wird er zunächst einmal ein bisschen ausspannen. Er wird gleich einmal in Urlaub gehen, beziehungsweise nach Afrika gehen, um schauen, ob das Malawi-Projekt entsprechend auf Schiene ist. Und er wird sich dann ein bisschen zurücklehnen und einmal beobachten, was es eben als Neues zu tun gibt. Dem Erwin Reis wird also auch im Ruhestand nicht langweilig werden. Wir von Glände TV wünschen auf alle Fälle alles Gute und viel Glück und Gesundheit für den nächsten Lebensabschnitt.